Vor dem Playoff-Hinspiel der Conference League gegen Royal Union Saint-Gilloise hat Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche vor den Stärken des Gegners gewarnt. Er sagte: "Es ist immer schwierig gegen eine Mannschaft, die hochpresst. Man muss Lösungen im Spielaufbau finden, das haben wir auch im Spiel gegen Bochum gesehen. Für das Spiel am Donnerstag sei es wichtig, eine gute Balance zwischen kontrolliertem Spielaufbau und zielstrebigem Angriffsspiel zu finden. Gegen den VfL Bochum funktionierte letzteres beim 1-1 nur teilweise in der zweiten Halbzeit. Andererseits, Eintracht Frankfurt möchte das junge Sturmtalent Igor Matanovic langfristig an sich binden. Igor Matanovic spielt in Karlsruhe gut und erzielt dort Tore. Wir überlegen, deinen Vertrag zu verlängern", sagte der Sportdirektor von Frankfurt, Markus Krösche. Matanovic, 20 Jahre alt, ist bis zum Ende der Saison an Karlsruhe ausgeliehen und sein Vertrag läuft bis 2026. Das Leihgeschäft mit dem Zweitliga-Verein war bisher für alle von Vorteil. Matanovic bekommt Spielzeit, die er bei Eintracht nicht hätte, und hat sich in Karlsruhe hervorgetan. Er hat 10 Tore in 19 Ligaspielen erzielt. Eintracht Frankfurt-Fans, hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und abonnieren Sie den Kanal, um immer über die neuesten Nachrichten von unserer Eintracht Frankfurt auf dem Laufenden zu bleiben.